Guten Tag zusammen. Guck mal. Ich muss echt gucken, was. Alles leer? Alles leer. Ja, das ist leer, das ist leer. Das ist abgeschlossen. Er ist voll. Hier sind auch einmal. Habe ich die unten schon getauscht? Ja, da sind frische drin. 14%. Da habe ich schon alles klar, dann weiß ich, wo ich bin. Genau. Ach so. Mal Licht anmachen. Können wir auch die Pumpe mitlaufen lassen. Okay. Auf zum fröhlichen Baggern. Ja, ich muss echt gucken, wie ich die ganze Sache jetzt manage. Im Moment sage ich mal ganz klipp und klar, hier läuft jeden Tag die Zeit weg. Jetzt habe ich wieder angefangen mit meinem Motorrad, weil ich die Teile bekommen habe. Mein Stoßdämpfer, Bremsscheibe. So, jetzt bin ich jeden Tag wieder in der Garage. Und ja, heute habe ich mal gesagt, komm, mach mal ganz schnell eine Folge. Aber ich habe einfach keine Zeit mehr. Haben wir überhaupt Ton? Ich höre gar nichts. Ah doch. Ich habe echt ein Zeitproblem. Da ich ja abends quasi immer RP mache. Komme ich nicht mehr zum Aufnahmen. Ja, zum Aufnahmen, ja. Komme ich nicht mehr zum Aufnehmen. Ich komme wirklich nicht zum Aufnehmen. Ich kann machen, was ich will. Hier rennt einfach die Zeit weg. Deshalb habe ich mir gedacht, heute ganz schnell mal aufnehmen, mal erklären. Das heißt also, die Folgen kommen jetzt immer unregelmäßiger. Mache nur jetzt schnell eine Folge, weil ich gleich wieder andere Arbeiten zu tun habe. Das normale Leben geht ja auch noch weiter. Im Moment bin ich ein bisschen sehr viel ausgeschöpft, ja, sagen. Aber ich will mein Motorrad auch fertig haben. Zum April werde ich es nicht fertig kriegen. Also das steht noch in den Sternen. Weil da sind noch so viele Kleinigkeiten, die ich machen muss. Aber ich will es wenigstens schaffen, im April zum TÜV zu fahren. Ob ich TÜV bekomme, weiß ich nicht. Ja, da auch nicht großartig irgendwelche Touren machen, also das ist schon direkt ausgeschlossen. Wenn ich dieses Jahr ja, weiß ich nicht, 400 oder 500 Kilometer zusammenkriege, wird das wahrscheinlich schon viel sein. Ja, hier und da mal eine Runde drehen und mal, wenn du mal eben irgendwo was besorgen willst, dann ist natürlich mit dem Motorrad mal eben schneller gefahren als mit dem Auto. Wollte die ja auch quasi vorne machen.
Weil vorne die, naja. Quasi die Bremse müsste auch mal überholt werden. Einfach weil es mal gemacht werden muss. Aber. Oh, ich habe keine Musik an. Eine Sekunde. Keine Maus. Ich habe keine Maus. Verdammt. Wieder die Hälfte vergessen. Unglaublich. So, geht doch. Das ist so laut. Ich glaube, so reicht. Moment. Ich denke mal, ja. Ja, muss man dies, Entschuldigung, halt!
Ach ja. Bin mal gespannt, ob wir unten in dem, was wir überlassen, ob da überhaupt noch Gold drin ist oder genügend Gold drin ist. Wird sich ja alles zeigen. Auf jeden Fall sehen wir schon richtig gut aus. Vom Geld her. Aber es ist noch ein langer Weg. Bis wir uns den Claim dann quasi auch kaufen können. Weil dann ist es egal, dann können wir loslegen hier. Dann können wir hier volle Pulle. Knüppel auf den Kopf und ab geht's. So, noch drei Karren. Dann sind wir schon wieder beim Cleanout. Halt, 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 halt. Und mal eben stoppen. Ausschütten können, dann können wir alles vorbereiten und laufen lassen. So. Welcher jetzt wo dran kommt, ist. Ah. Und. So, Wasser ist da. Power ist auch da. Auf geht's. Ja, nun läuft aber alles. Es ist ja nicht so, dass es nicht läuft. Und ich bedenke, wir haben jetzt schon. Was? 600 Unzen? Wir haben immer noch. Nur einen Tag bis Sommer. Sommer fängt jetzt erst an und dann haben wir noch mal den Sommer, den Winter, den Herbst quasi.
Und wenn wir im Durchschnitt jedes Mal nur 100 Unzen rausholen, also trotzdem nochmal 800, fast 1000 Unzen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wir haben jetzt die beste Anlage, die es gibt. Grundvoraussetzung. Könnte jetzt noch Leute einstellen, ja. Wäre noch eine Möglichkeit, um noch mehr Geld rauszuholen, aber Frage ist nur, Beispiel Baggerfahrer, Kipperfahrer, für die Waschanlage noch ein, zwei Leute, Beispiel für die Trommel, die im Endeffekt ja gar nichts bringen, nur einfach dazu da sind, aber ich habe dann einen höheren Durchsatz. Solche Sachen kann man alles noch einstellen, solche Leute. Aber wie viel bringt er denn im Endeffekt wirklich? Hebt das die Lohnkosten auf? Mal die ja jetzt noch relativ am Anfang ist, so wie die mit den beiden Hogpens. Verdienen ja noch nicht so viel. Beziehungsweise die können ja noch nicht so viel. Die haben ja noch das Grundwissen nicht. Und da ist natürlich dann die Frage, bringt es so viel mehr, dass ich die Lohnkosten tragen kann? Oder es geht ja nicht nur um die Lohnkosten, sondern was nutzt mir das, wenn ich die Leute einstelle und habe genau das mehr, was ich an Lohn bezahle? Dann kann ich es auch sein lassen. Warum geht's eigentlich? Oh, ein Chip hier noch. Wollen wir zurückfahren, den Bagger? Ja, müssen wir ein Stückchen zurückfahren. Wenn es nur ein klein bisschen ist. Muss man einen anderen Weg nehmen. Hier so zum Beispiel. Hier rein und dann von hier aus rausfahren. Klappt viel besser, ne? Ja, auf jeden Fall.
Wenn man jetzt zum Beispiel einen Baggerfahrer einstellt, sich dann hier hinstellt und der Kipper würde voll werden und dieses Gelände würde dann teilweise immer abgebaggert werden, würde ich es ja noch machen. Würde ich noch sagen, ja, es bringt noch was. Könnte ich nämlich auch mit zwei Kipper arbeiten. Einen hinstellen, aber es ist ja nicht so. Er bringt nur Qua. Nee, jetzt fängt mein Nachbar schon wieder an. Irgendwann muss ich da mal rüber. Also ich muss da mal wirklich rüber gehen. Weil es geht ja gar nicht mehr. Ist ja unmöglich, was er da macht. Und man merkt nachts um 12 Uhr, ab 22 Uhr, knallt er dann richtig hier rein. Auf Uhr achten. Ja, das schaffen wir aber noch. Von der Zeit her, dass wir das jetzt fertig kriegen und direkt die nächste Folge mit dem Cleanout anfangen können. Das kriegen wir hin. Von der Zeit her passt das. Den nur auskippen und zack weg. Tatsächlich. Aber es wird seit langem das erste Mal, dass ich wieder irgendwie nachsetzen muss. Ich könnte ja mal gucken, wie weit wir sind. Auf jeden Fall noch diese Karre und noch einer. Moment, Sekunde. Warum fährt er nicht?
Oh. Stoffmatten hatten wir uns sogar schon ausgetauscht. Oh. Aber nur eine. Wie es aussieht. Das heißt, wir brauchen auch nur noch die eine Ladung fahren. Ja, nicht. Ist doch gut. Ist doch. So, oh, letzte Schaufel. Huch. Schade, dass man das Haus hier nicht benutzen kann, das wäre schön. Gut. So, was ist es? Ja, hier ist alles kaputt. Irgendwie. Autosave. Ja, genau, halbe Stunde. Ja, genau. Genau, halbe Stunde. Ich glaube, das reicht doch nicht, ne? Ah, doch, müsste reichen. 37. Sehr gut. Jetzt wollen wir nur noch hier oben den.
Da warten wir noch eben drauf, ne? Wirklich die letzten Reste hier. Also gerade im Haschaf. So, das heißt, wir müssen hier die mal tauschen. Können dann eigentlich mit dem Cleanout anfangen. In der nächsten Folge. Und bis da euch. Da euch. Nee. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Morgen. Gucken, ob ich. Morgen kann ich noch eine Folge Runner hochladen. Die habe ich noch. Übermorgen muss ich gucken, dass ich wieder eine Folge mache. Gucken, wie das morgen klappt. Eventuell mache ich morgen schnell eine Folge hierfür. Ja, schauen wir mal. Muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Keine Ahnung. Also bis dahin, macht das gut und lasst es euch nicht langweilig werden. Ciao, ciao.